Die Frage jetzt, Quo Blue, ist tatsächlich, kühlen wir gerade unsere... Es kann sein, dass wir die Temperatur deswegen nicht gerade runterbekommen, weil wir die Gase aus den Rohren permanent runterkühlen. Ja, da ich keine Ahnung von dem Spiel habe, kann ich es dir jetzt auch nicht sagen. Ja, ja, nee, weil ich überlege gerade, wie wir die Temperatur in der Base regulieren. Mhm. Weil es wird nicht kühler. Also es hat 346 Grad, ist gerade so ein bisschen das Ding, ne? Achso, warte mal, ich muss erstmal die Batterie reinpacken. So. Ja, aber es wird immer kühler. Es wird schon kühler. Ich vermute aber mal, dass das, was halt richtig viel kühler werden würde, ist das hier hinten eigentlich. Ja, 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 ja. Okay. Die Öfen laufen gerade nicht durchgehen, kann das sein? Nee, die laufen gerade nicht mehr. Ja, okay. Deswegen, weil es kommt gerade nichts mehr nach. Aber ich bin ja jetzt gerade. Ich hatte eventuell ein kleines Problem. Was brauchen wir gerade? Eisen? Dann schmeiß ich jetzt hier das Eisen rein. Immer Eisen zuerst, ja. Immer Eisen. Ich schau mal, ob die Öfen alle anlaufen. Ja, die laufen alle reihum an. Der dritte jetzt vielleicht nicht, aber dafür. Ja, der kommt jetzt auch gleich. Ja, geht automatisch. Sehr geil. Alle laufen gerade automatisch an. Sehr gut, sehr gut. So, weil wenn Code Blue nämlich jetzt den Eisenwert anschmeißt, genau, dann geht nämlich jetzt auch der CO2-Wert wieder richtig hoch. Und der steigt zwar temperaturtechnisch leicht an, klar, ne? Aber, steigt alles gerade so leicht an, ja. Weil wir auch nicht vergessen dürfen, hab die Tür gerade zum Raum, zum Schmelzraum aufgemacht. Da kommt halt jetzt auch wahnsinnig viel kleinere oder anderes Zeug noch mit rein und raus, weil die Luft tauscht sich ja dann aus. In der Base ist zum Beispiel auch Sauerstoff ein bisschen enthalten. Ganz wenig, aber ein bisschen ist drinnen. Und das geht dann zum Beispiel auch in die Filter rein. Das Problem haben wir jetzt bald nicht mehr, weil dann leiten wir die ganzen Gase auch vom Schmelzraum anders durch die Base. Wir ziehen dann die Luft auch aus der Base raus und leiten sie komplett gefiltert wieder rein. Also das wird dann ein bisschen anders werden. Ich freue mich so drauf, wenn wir die neue Maschinenhalle haben. Ich sag's euch, wie es ist. Da freue ich mich ehrlich drauf. Das ist natürlich doof, ne?
Dieses X ist bei 200 Grad runter. Schau mal her, wie das abkühlt. Ist ja irre. Hat's gut mit dem Abkühlen? Das X hat jetzt. Die X-Partikel, also das Zeug, was wir. Das Polutenzeug, was wir rausfiltern, ne? Hat 195 Grad im Rohr, was aus dem Schmelzofen kommt. Oh, das ist wenig. Super kühl. Und es geht temperaturtechnisch aber rapide runter, ne? Also es geht, da geht richtig Temperatur weg. O2 ist relativ warm. Und das CO2 ist auch recht kühl. Da könnte ich mal ganz kurz ein bisschen in die Base rauspumpen. Das war der Druck. Da. Oh. Wollte gerade hier so ganz tief entspannt den Chat lesen, ja, und dann stelle ich fest, hier ist ja schon wieder sau viel Zeug los. Entspannt den Chat lesen? Das gibt's hier nicht. So nicht, ja. So nicht. Entspannung, nix da. Nix mit Entspannung hier. No. Hardcore. Wir sind hier ein seriöser Chat. Wer hat das denn gelogen? Hitche, das ist super interessant, was du da sagst, mit den Rohrsystemen, die quasi sich verbinden können. Könnte ich mir vorstellen, da auch mal was Geiles draus zu basteln. Ja. Boah, jetzt ist die Maschine schon wieder leer. So. Grad nur noch. Mega gut. Mega gut einfach. Warte ich noch, bis die eine Batterie geladen ist, und dann düse ich wieder ab. So. Weil Cold Blue jetzt die ganze Zeit schmelzt, ich denke auch, das sind die kalten, also das sind die Erze, die per se einfach die. Das haben die ja, machen die ja im normalen Furnace auch. Da kühlen die ja auch den Furnace runter, wenn du den Erze reinschmeißt, wird es erstmal per se kühler. Das glaube ich, den gleichen Effekt hat das hier auch. Dass die Erze erstmal kälter sind. Und deswegen haben wir jetzt auf dem CO2-Rohr nur noch 155 Grad. Das wird allerdings ein bisschen dauern, bis das durchgereicht werden kann. Ich
Und hier oben haben wir 334 Grad auf dem Kühlrohr. Ich meine, das muss man ja schon sagen, wie es ist, ne? Das ist kühler. Auch wenn das jetzt erstmal konfus ist, ja, aber kühler ist es auf jeden Fall. So. Dann tausche ich jetzt noch meine Batterie nochmal aus. Und dann düse ich gleich wieder ab. So, auf geht's. Bauen wir die Base aus. Die Base hat's verdient. Ah, da drin ist Patsy gerade und baut gerade am, baut am Solarpark rum. Sehr schön. Ich glaube, das wäre eine schöne Maschinenhalle hier so auf der Seite. Warte mal, 2, 4, 6, 7. Wenn wir noch eine machen, dann wäre die 8 breit. Und in die Länge hätten wir dann jetzt von der Seite her 2, 4, 6, 8, 10. Das ist halt. Und das nur in der Fläche. Also ich würde das gar nicht mal so krass so groß machen. Das reicht dicke aus, weil das, was wir vorhaben. Wie gesagt, die Höhe auf 2 ist halt ein Riesenvolumen erstmal, was wir dann irgendwann noch füllen müssen. Aber wir gehen, ja jetzt momentan haben wir nur diese eine Ebene. Bei der Mars Base hatten wir ja mehrere Ebenen und da waren die Räume auch insgesamt natürlich einfach, war viel ausgehoben. Schauen wir mal. Also das Grundsystem, Leute, wird so sein, dass wir, wenn das mal dicht ist, dass wir einen Active Vent setzen, der die komplette Luft erstmal rausnimmt. Aus dem gesamten Konstrukt. Da sind noch keine, also wenn das mal zu ist, sind da noch keine Türen, kein gar nichts drin. Da setze ich hier irgendwo einen Vent rein, dann malen wir ein großes X auf die Tür, wo wir aufreißen und dann lassen wir das dann weiterlaufen. Aber das machen wir, wie gesagt, erst dann, wenn es soweit ist. Weil ich sehe da tatsächlich für uns eher, ich will nicht noch, alles was Temperatur in die Base bringt, will ich nicht. Das ist per se erstmal unattraktiv. Und das, wenn wir es vermeiden können, tun wir es auch auf jeden Fall. Bist du noch da? Ich bin noch da. Ich bin noch da. Ich war nur kurz gemutet. Weil so ultra leise war. Ich gerade so, hä? Was? Bin ich gemutet? Guck nach. Nee, ich bin nicht gemutet. Seid ihr gemutet? Du meinst, die Stille hatte ich einfach übermannt. Ja, die hat mir ein bisschen Angst gemacht vor allem. Ach so. Hast gedacht, disconnect. Ich baue gerade draußen ganz, ganz eifrig. Ja, sehr schön.
Also wir haben auch mittlerweile, also der Maschinenraum wird jetzt langsam, kriegt der echt Form, ne? Also diesmal ist er deutlich größer als beim letzten Mal. Gott sei Dank. Ja, ja. Aber da ist noch also viel eine von der Breite her, so ein größer ist auf jeden Fall durchaus sinnvoll, glaube ich. Ich glaube 8x10 ist der jetzt. Also nichts mit 1. Ja, einmal größer als wir es beim letzten Mal hatten, ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, wie viel letztes Mal. Ich weiß es ehrlicherweise auch nicht mehr wirklich, aber es war auf jeden Fall, es war beim letzten Mal einfach zu klein. Und das versuche ich jetzt auf jeden Fall zu umgehen, das Problem, indem wir das jetzt einfach ein ganzes Eck größer bauen. Ja. Weil sind wir ehrlich, wir machen es jetzt doch eh. Ja, also wenn wir jetzt eh schon den Flur aufreißen, dann können wir es auch gleich machen. Ja, genau. Also ein bisschen wie bei Echo, wo wir noch ein bisschen diskutiert hatten, wollen wir jetzt erst noch eine Übergangslösung oder direkt Das große Projekt einmal die Brücke komplett quer drüber legen. Ja, genau. Genau. Ja, sehe ich eh nicht. Dann lieber direkt richtig und groß, so wie es sein soll. Aber was machst du dann wieder mit den kleinen Räumen? Die sind dann zu klein für einen Maschinenraum oder für so einen Filtrationsraum oder sowas. Aber zu groß, um da nur Batterien reinzustellen. Das ist dann immer doof, wenn du das nicht gleich machst. Weißt du, wenn du das einmal richtig machst, dann ist es safe. Nee, sehe ich ganz genauso. Deswegen, es ist halt jetzt ein mega harter Aufwand, erstmal das alles hier leer zu graben, weil es halt dummerweise so eine leichte Anhöhe da noch ist. Das war bei unserem Ausbau in die Höhe damals, wo wir die Base ausgebaut hatten, war das einfacher. Weil in der Höhe war das nicht so wild, ne? Da hast du einfach die Frames reingesetzt und gut war gewesen, ne? Ja. Wie viel 100 Iron Frames wollen wir denn machen? Ich würde jetzt noch mal ein paar machen, weil ich habe ja noch nicht mal ein Dach drauf, ne? Geschweige denn, dass wir wirklich schon auf der Ebene waren. Ich würde aber eher tatsächlich Iron Sheets gerade produzieren. Ich wiederhole. Iron Sheets haben wir über 300 Stück. Okay, wenn wir 300 Stück haben, dann machen wir mal noch auf jeden Fall noch mindestens 200 Frames hinterher. Weil wir brauchen ja, das Ding ist halt, der Maschinenraum selber ist ja noch nicht mal das Ende, ne? Mhm. Weil nach dem Maschinenraum brauchen wir einen Filtrationsraum noch. Ja, ja, absolut. Und nach dem Filtrationsraum brauchen wir noch den Tankraum für die Gase, die wir dann speichern wollen. Und einen Kühlraum sollten wir zwischendurch auch noch bauen. Ich hätte ganz gerne noch ein Schlafzimmer. Kriegen wir den auch noch rein? Das müssen wir dann in den Keller bauen. Okay. Oder aufs Dach, aber da will Pazzi. Ja, wobei, das Dach ist ja jetzt frei, ne? Aufs Dach, wir können auch nach oben gehen, so eine schöne Treppe nach oben und oben dann so ein kleines Restaurant reinbauen, ne? Weil, ne? Oh. Ja. Ganz dekadent, ich merke. Ja, ja, ja. Neben dem Greenhouse dann. Neben dem Greenhouse. Ich hau's hier jedes Mal voll die Kanne rum, ne? So, ich schnapp mir noch einen Tee. Dann stürmt's gleich. Dann sterbe ich gleich, das kann auch sein. Nein, dann stürmt es gleich. Nicht, dass sie sich wundern, dass ich dann noch kurz weg bin. Ja, ja. Nicht, dass sie hier wieder Schmelzvorgänge vorbereiten. Nein, heute nicht. Zumindest im Moment nicht. Markus ist für eine Unterkunft mit Glasdach. Das fühle ich. Ja, ja, ja. Ein Sturm und Glasdach ist weg. Aber schön wär's. Den Waste Tank dürfen wir noch in der Base ausleeren, ne? Das, tendenziell ja, aber der ist halt sauheiß, ne? Also das pumpt. Ich meine, am Ende sollte die Base das abkönnen, aber ja. Nee, sonst mach ich das halt draußen, ne? Also wenn draußen wäre es mir fast schon, theoretisch wäre mir das fast schon da lieber. Weil CO2 kriegen ja Kühler aus dem Schmelzofen raus und pumpe ich in die Base so rein. Jo, dann gehe ich dafür raus. Also sollten wir vielleicht uns generell angewöhnen, bevor wir in die Base gehen, einmal den Waste Tank draußen auszuleeren. Glaube ich, hätte schon was. Ja. Bin wieder da. Hallo Partybert. Hast du es mitbekommen? Zurück. Was soll ich mitbekommen haben? Den Waste Tank künftig bitte draußen ausleeren, weil CO2 kriegen wir so oder so rein durch die Schmelzvorgänge. Aber dieses heiße Zeug brauchen wir jetzt nicht zwingend in der Base drin haben. Ich werde eh demnächst sterben. Warum? Weil
ich Hunger habe, Durst habe, meine Lunge ist beschädigt. Das heißt, wenn ich das nächste Mal den Helm aufmache, falle ich um. Wieso? Weil es einfach nicht mehr geht. Es geht einfach nicht mehr. Und mit dem Leben abgeschlossen. Abgeschlossen. Ich finde es so traurig, wenn du sowas sagst. Gar nicht mehr. Warum geht die Tür nicht auf? Ich möchte rein. Ich möchte raus. Ja, vielleicht deswegen. Juhu, ich dachte zuerst. Warte. Lass mich zuerst. Ja, mir fehlt einiges. Oh, die Tür ist wieder zu. Mehr. Ernsthaft? Eisen steht mir. Ist die Tür direkt vor meiner Nase zugegangen? Ja, gut. Bitte? Und ich so, ja, ich hole mir noch eben schnell meine Batterie wieder und zu. Oh Gott, was ist das? Hä? Warum ging das jetzt so schnell? Es hat auf jeden Fall in die Base auf unglaubliche Temperaturen reingeballert gerade. Oh, jetzt bin ich auch noch low. Stimmt, das kann ich ändern, Stell. Hast recht. Dann geht das etwas schneller. Nee. Ich nur die Druck ändern von der Innenbase. Ich gehe schnell futtern. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Zu überleben. Ja, futtern müsste doch kein Problem sein, oder? Nee, ich muss einen Helm runternehmen. Das Problem ist, ich habe schon Lungenschaden. Ja, ein bisschen Lungenschaden am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, ne? Also, was soll denn da passieren, Patsy? Zum Beispiel, dass ich umfall. Da kann nichts passieren, Patsy. Ich bin mir da sicher. Bist du da sicher? Wie sicher bist du dir? Ich bin mir fast sicher. Aber es hat funktioniert. Ich konnte futtern und stehen. Aber meine Atem ist schon sehr schwer. Wir haben so viel Zeug in der Atmosphäre, ey. Hier ist so viel Schrott in der Atmosphäre drin. Eine Klima anständig betreiben zu können, reicht ein einziger Vent nicht aus. Ich muss zwei starten. Und dann reicht es immer noch nicht aus. Dann lüfte ich ja wieder die ganze Base, um eine Kühlung zu betreiben. Nee, das ist nicht wert. Wir haben so viel Gas da drin. Ich lasse die Klima jetzt mal auslaufen. Also jetzt. Weil die funktioniert eh nicht richtig hundertprozentig. Wir lassen jetzt erstmal den ganzen Druck aus dem Rohr raus, der da überhaupt drin ist. So, und dann lassen wir erstmal den Druck aus dem Ofenrohren raus. Der ist nämlich sehr kühl. Ey, wir haben mittlerweile, draußen hat es ja über 400 Grad, ne? Und mittlerweile stehe ich hier bei, was ist das, 260 Grad, vielleicht 300 Grad rum. Das ist viel, viel kühler als draußen. So. Oh, ich habe auch ein bisschen Hunger. Panzibert. Ich werde mal dahinter gehen. Nehme ich nochmal einen Schluck aus der Flasche. Power low. Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Oxygen low. Feeling high, feeling low. Das ist wild mit den Meldungen. Also Helm öffnen erstmal. Unlock. Open. Essen. So. Gut. Einmal gegessen.
Du Zwerg, wie lange mussten du noch? Hä? Wie lange tust du noch produzieren da? Dauernd. Ich brauche auch was. Was denn? Ich brauch Glas. Mach doch. Ich halte dich nicht auf, Parzibert. Oh ja, tust du. Das stimmt gar nicht. Das tust du mir sicher wieder vorhalten. Da kommen nachher wieder die WhatsApp-Nachrichten und Discord-Nachrichten, wie ich das durchs Konto, warum ich das so gemacht habe. Ich bin so traurig, ich bin so enttäuscht von dir. Dass du es einfach so gemacht hast. Wieso hast du das abgeschaltet? Ich war gerade so im Flow, dass mein Flow unterbrochen. Ja. Das sind nachher wieder die Nachrichten, die ich wieder bekomme. Mhm. Absolut. Sprachnotizen, alles. Alles, Brief, alles. Ja. Ich mal sogar Paint-Bilder dann, ja. So ein Strichmännchen mit weinendem Gesicht dann, ja. Ich bekomme nachher sogar einen Fax, obwohl ich kein Faxgerät habe. Du machst einen Fax zur Post und das die Post tut es mir nachher zustellen. Ja. Ja. So macht man das in der Verwaltung, ja. Mein Schild ist komplett weg. Was ist denn mit dir, Koplu? Ganz frech. Hat einfach was? Gesagt, nö. Aber mein Chat komplett weg. Also, ja, das war bei mir auch. Also das geht heute schon den ganzen Tag so. Selbst bei mir im Stream Manager sind die. Ich muss den Ausrufezeichen Wer-Command ändern und ich sehe nur noch die Nachrichten, wo ich selber Ausrufezeichen Wer eingebe, um zu gucken, ob es funktioniert. Boah. Parzibert, irgendwas funktioniert mit der Türsteuerung nicht. Oder ich habe eventuell von draußen die Türsteuerung gedrückt. Das weiß ich nicht. Weil du nicht auf mich gewartet hast, sondern einfach rausgegangen bist. Echt? Habe ich nicht auf dich gewartet? Das könnte eventuell der Fall gewesen sein. Unter Umständen meinst du? Patzi, funktioniert jetzt draußen diese Batterieladegeschichte? Nee, die funktioniert noch nicht, weil ich noch nichts angeschlossen habe. Kannst du das mal anschließen? Ich habe nichts mehr gehabt. Das wäre halt voll gut, ne? Weil ich hier nur draußen unterwegs bin und nur wegen dem blöden Strom da rein muss. Zwerg, warum glaubst du, habe ich das draußen montiert? Ich habe das zur Zierde montiert. Als ja, aber es ist ja nicht angeschlossen, also bringt es doch auch nichts. Weil du mir Stress machst. Ah, ich mach keinen Stress. Ich hätte es nur so gerne. Es ist so die Sehnsucht nach der Perfektion, ja. Das kann ich ja anschließen. Dann haben wir. Nee, kann ich nicht. Ich denke, Deko muss keinen Nutzen. Nee, Deko muss auch keinen Nutzen haben. Das hat das Zwerg halt noch nicht verstanden. Ich bin nicht so der Deko-Zwerg, weißt du? Zwerg hat keine Deko, er mag das sowas nicht. Na, ich habe Deko, cool. Habe ich schon. Pippa kümmert sich um die Deko. Und ich sage immer, wow, schön. Ja. Ja. Aber wenn die Deko nicht da ist, hänge ich sie auch nicht auf. Ah, shit! Nein! Ach, wieder die Batterie leer. Aus dringend mehr Batterien. Ja, ich weiß schon. Ich bin gerade nur am Überlegen, wie ich die Vergabelung am geschicktesten mache. Aber ich glaube einfach, ja, ich werde einfach hier ansetzen. Und jetzt alles weg. Weg. Weg.